Hallo, meine dem Spiegel trotzenden Meckerfritzen und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Wünschen hier bei War Tales. Ja, letzte Folge war schon ein bisschen heftig. Man merkte bei mir auch so Frustration, war noch nicht viel, war wirklich so eine Frustration, welches dann nochmal so ein bisschen frisches Futter bekommen hat, als wir dann in der Geisterstadt waren mit den Dietrichen, weil mich das irgendwie noch leider ärgert. Weil für mich ist dieses Spiel ein so fantastisches Spiel, dass mich dann solche Sachen, dass man sich zum Beispiel bestimmten Bäumen nicht so sehr hinwendet, wie jetzt den Schurkenpfad, dass ich mir so denke, oh Leute, das ist doch... Und dann vorher schon das Problem mit dem Spiel, mit dem Absturz. Ich hatte ja, bevor wir da den Kampf da hatten, ich glaube, das waren 4 oder 5 Abstürze im Spiel, bevor es dann endlich geklappt hat. Deswegen war dann so der Frustration-Level höher. Und jetzt hatte ich mir gedacht, Leute, passt auf, ich will mit euch dann mal was anderes machen. Und jetzt habe ich mir halt so ein bisschen hin und her überlegt. So, und jetzt war mir so, ich habe jetzt mal so ein Grab gesucht mit Meer und Landzunge. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass der hier, diese Gruft, die ja hier so zwischen Meer und Berg auf einer Landzunge so ein bisschen liegt, ich würde mir den mal jetzt hier erstmal vormarkieren, dass wir da danach als nächstes uns hinbegeben. Als allererstes müssen wir jetzt aber erstmal gucken, dass wir zu unserem Schiff kommen, ohne jetzt großartig mal so einen kleinen Kampf zu machen. Wir haben jetzt alles, was wir kommen. Ich will mit euch zum Geisterschiff. Ja, war ja klar, dass ihr mich noch verfolgt. Ja, so Geisterschiff. Nee, warte mal, ich habe mir jetzt zwar das bemerkt, aber ich muss mir erstmal deinen merken. Ich weiß ja ungefähr, wo es ist. wir machen mal Ruder ausfahren und drehen einfach mal ganz sachte bei. Huch, ich hätte einfach nur in die andere Richtung fahren können. Aber wir wollen unsere Damen und Herren ja auch mal ein bisschen kreiseln drehen lassen. Ich habe mir, wie gesagt, nochmal das ein bisschen durchgelesen. Da stand was vom Meer und Langzunge. Und Grab von Neptis. Und da würde ich mit euch mal hingehen. Das wäre jetzt für mich so die Versuchung, noch herauszufinden, was das ist. Holla, die Waldfee, was ist denn hier los? Oh nee, geh bitte jetzt weg. Nee, nicht gleich schon wieder am Anfang und let it go. Da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Ja, die Arenen werde ich für mich mal in der Zwischenrunde ganz in Ruhe im Schwermodus abschließen. Denn da wir ja nicht adaptiv spielen, werden, ich glaube, bis auf die Arena oben im Neuastel, in der Nähe von Neuastel, ich glaube, wenn die Arenen nicht herausfordernd wären. Und selbst die Arena Neuastel war damit nicht mehr besonders heftig. Da sind wir auch durchgeschnittelt. Wie mit einem heißen Messer durch Butter. Das glaubt war auch so ein Recht. Ja gut, dann sammel das mal ein, wenn du das sowieso siehst. Ist immer ein Holz. Genau. Ja, dann gucken wir mal, ob wir da das mit dem Pendeln ein bisschen hinkriegen. Das wäre schon ganz gut. Oh, warte. Ei, keine Angst. Ich will nur handeln. Wir sind ja Diebe. Oh ja. Das niedrig. Ansonsten habe ich schon alles schon von dem, was ich ja bekam, verkauft, ne? Ja. Blau, Kreis, Gelb und Rot. Damit könnten wir dann sozusagen die Kiste öffnen. Dann bin ich ja gespannt, was da noch rauskommt. Haben wir jetzt eigentlich... Wir haben 34 und 33. Genau, dann haben wir sozusagen das Dorf jetzt geschafft. Mit dem machen wir dann die 34 von 35. Dann haben wir sozusagen nur noch eins offen. Und ich glaube, das ist dann wirklich nur noch da unten. Dann sind wir da durch. Und dann würde ich mit euch gerne das Ding dann mal durchfahren. Und da bin ich ja mal gespannt drauf. Ja, wir haben auch noch den Captain offen, ich weiß. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz drauf. Blau Dreierkreis, gelb das,
Gut, Dreieck. Falsche Richtung. So. Damit haben wir auch die Schatztruhe. Die Truhe der Ahnen öffnet sich mit einem lauten Knarzen. Oh, hier haben wir nochmal einen Schatz der Ahnen. Bauplan Stahlsirene. Lehrt euch die Herrschung von Stahlsirenen. Siegreiche Schlacht erzeugt zusätzlich 100 Ruf. Und einen Schatz der Ahnen. Okay. Wo finden wir den jetzt? Ach, guck mal an. Dann machen wir den. Dann können wir den sozusagen nochmal verbessern. Das hier müssen wir noch lernen. Und das kriegen wir ja auch noch. Und das fehlt uns ja hier auch noch. Wir haben noch nicht alle Rümpfe. Gehen wir ganz kurz ins Lager. Dann können wir das hier schon mal einstellen, dass wir den schon mal nehmen. So. Ja, dann würden wir jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal uns auf den Weg nach dort. Osten, Piraten, okay. Oh, die hatten wir ja gerade gesehen. Eigentlich müsste ich auch nochmal was nachcheckeln. Ne, warte mal. Stopp. Erst nach Perbast. Wir machen jetzt mal so ein bisschen auch ganz locker flockig, was ich sonst auch immer mal machen würde. Wir haben ja eine Quest, wo wir Marmor verkaufen sollen. Ne? Das würde ich mit euch noch machen. Und wo hatte ich gesagt, verkaufen wir am besten Parfüm? Parfüms war immer noch am besten in Neu-Astel, genau. Wir kaufen hier einfach schon mal das raus, um ein bisschen Handel gleich nochmal mitzutreiben. Ich finde, es gehört immer so ein bisschen dazu. Kennen wir schon? Ja. Aber es ist ein Spielthema, was ja auch einfach dabei bleibt. Ne? Und wir haben ja zwei Missionen, die wir uns da holen können, wo wir nochmal ein bisschen Geld reinkriegen. Also im doppelten Sinne. Wie sieht das jetzt hier aus? Ja, wir hatten schon wieder in letzter Zeit einiges abbekommen. Kannst du mitnehmen? Meeresgische Markt. So, pass mal auf. Gib mir mal das, das. So, kochen tun wir jetzt erstmal nichts. Können wir zur Taverne, zum Trockendock gehen, ob da nochmal irgendwas ist? Was ich mir überlegt habe, ist, ob ich nochmal ein paar Attentate dann spiele zwischen den Folgen. Ich würde jetzt auch einfach nur das Angebot annehmen. Und ich würde einfach so ein paar Attentate spielen dann noch. Das wäre für mich dann einfach noch so Möglichkeiten, um vielleicht den Baum noch ein bisschen voranzubringen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Aber Versuch macht klug und das werden wir auch einfach. Wir werden es einfach versuchen. Wir haben übrigens immer noch 7 Punkte. Wir könnten eigentlich langsam dann mal anfangen. Alles andere dann auch noch zu lernen. So. Genau. Aber das ist jetzt erstmal noch nicht. Das mache ich, wie gesagt, zwischen den Folgen. Das sind Attentate. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt herbringen. Wir kümmern uns jetzt so ein bisschen um das Wissenschaftsteil. Also diese Suche dann noch mit dem Pendel, auch wenn das jetzt irgendwie nicht ganz wissenschaftlich ist. Den Forscherbaum, sagen wir es mal so. Und wenn der nämlich ganz gut klappt, schön wie der Wind mitdreht, ne? Also, na ja gut, dann machen wir jetzt mal eine Flaute. Oder wir fahren erstmal ein bisschen so, das war auf den zusteuern und dann langsam andübbeln. So, jetzt dreht er bei, dadurch wird er langsamer und dadurch kommt er gut dann im Dock an. Sehr schön. Gut, so. Dann müssen wir das jetzt wieder so machen, dass ich das hier kurz ausmache. Wir haben ja auch schon den nächsten Gegner eigentlich. Das können wir aber auch alles machen. Ich würde jetzt, wie gesagt, einfach mal darum kümmern. So, was haben wir denn, was wir jetzt nicht mitnehmen mehr brauchen? Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr, das ist raus. Weißt du, was wir aber machen könnten?
So. Wir haben doch Expertenangelhaken. Genau. Zack. Sehr schön. So, dann haben wir nochmal 5 Expertenangelhaken. Wir haben ja noch die normalen Angelhaken. Die brauchen wir jetzt ja eigentlich so nicht so oft. Das lasse ich jetzt mal drin. Wenn wir Material suchen, suchen wir Material. Muss auch mal gucken. Aber ich werde jetzt auch nicht alles mitnehmen. Also ich sag mal, das hier so Bergeinsteiger-Topf oder Andenken an Akka, das können wir mal hier lassen. Maklertafel nehme ich mir mal mit. Oh, warte mal. Haben wir noch, genau, Großenberger Wein haben wir. Gib mir mal noch ein bisschen, aber Salz. Salz hatte ich auch noch eine Menge gehabt. Auch mal wieder, was ich alles nachkaufen muss. Ja, so, ich brauche nämlich die Maklertafel nochmal. Wie viele kann ich? 3. Ja. Wenn ich jetzt nochmal einen Großenberger Wein wieder bekomme, wäre es mir noch am liebsten. Ja. Oh, er hat mich erhört. Ach, Horus. Super, damit haben wir nämlich wieder 7 von denen. Das ist schön. Dann können wir nämlich hier, haben wir da nämlich auch mal wieder was gemacht. So, jetzt machen wir nochmal Typ. Da muss ich auch nochmal dann nacharbeiten. Das mache ich dann noch. Die können wir eigentlich verkaufen. Das packe ich hier rein. So. Aufmerksam behalte ich mal. Pass mal auf, ich packe mal die A-Suppe rein. Ich bin ein bisschen kurz mal. Ballisten und Entern brauche ich jetzt nicht. Die behalte ich beide. Das behalte ich jetzt auch erstmal. Schaden gegen Tiere. Ja, doch, mal einen nehmen wir mit. Einen nehmen wir mit hier. Pass mal, dass ich noch was da habe. So. Aufgewinner kannst du behalten. Ja gut, der ist bald aufgebraucht. 38 Eintöpfe. Aber weißt du was, nimm erstmal nur den da. Schiff haben wir jetzt ja auch erstmal nicht. So. Hallensteller Fondue. So brauche ich Wildfleisch, ne? Für Hallensteller Fondue brauchten wir Wildfleisch. So, den könnten wir jetzt dann verkaufen. Hebe ich noch auf, weil wir ja dann nochmal sowas machen können, wo wir dann hergestellte Sachen um 50% nochmal für erhöhten Geld verkaufen. Für mehr Geld verkaufen. Da hängt schon wieder so ein bisschen. Naja, ich muss Wildfleisch irgendwo mal besorgen. So, dich brauche ich und dich brauche ich. Hey, mein Blaubeertier kannst du aber mitnehmen. Oh, ich habe für 32 Tage jetzt immer noch Essen. Das passt mir eigentlich ganz gut. Ohne große Probleme. Ja. So, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Am Ende muss ich dahin. Also würde es jetzt am sinnvollsten sein. Ich gehe gleich erstmal linksseitig rein. Ich gehe nochmal ins Bergwerk, ob da wieder was nachgespawnt ist. Und dann gehe ich nach Kortia. Ich mag die Winter echt nicht. Jedes Mal habe ich da dann immer diese Probleme, auch besonders mit dem Husten. So. Hydra Bergwerk. Siehst du, haben wir schon wieder zumindest 2, wo wir Erze holen können. 2, wo wir Erze holen können. Ich muss das echt immer umändern, dass Diego dann wieder Tüftler ist, weil ich das immer wieder vergesse. Mache ich jetzt auch gleich. Werde ich gleich machen. Ihr glaubt es nicht, aber ich werde es gleich erledigen. Und dann werde ich Diego gleich zum Tüftler umändern. So, iteriert, genau. Und jetzt, genau. Ja, ich habe es gesagt und ich mache es auch. Was ist er denn? Tüftler, Geselle. So, damit machen wir mehr Crit rein. Die brauchen wir auch. So. Wir müssen irgendwie jetzt hier hoch, weil wir jetzt gleich uns ausruhen müssen. So. Gut.
Was haben wir denn hier? Oh ja, da können wir noch mal ein bisschen das abarbeiten. Das abarbeiten. So. Oh, warte mal, genau. Kostet mich zwar 300 Ruf, aber ich würde gerne bei Inol. Die müsste doch irgendjemand als besten Freund haben. Warum trinkt die nicht? Ich habe kein Bier bei. weißt du was? Inold? Wir machen das mal anders. Oh. Oh. Warte mal, ich muss mal jetzt ein ganz kurzes Ding verändern. So, Inold, du schläfst nicht mehr. Inold, du bist raus. Huega, sie sind raus. So, Laufgeschwindigkeit und Kaufpreis von Handelsgütern, das hat einen Grund. Verkaufspreis hat auch einen Grund. Länge Reisen, machen wir den erstmal leer. Fallensteller von Dü, da müssen wir auf jeden Fall demnächst nochmal Wildfleisch und Co. besorgen. Wir haben jetzt alles vom Laufen. Jetzt würde ich gerne nochmal mit Ressourcen sammeln. Ja, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Dann zahlen wir nochmal unseren Gesold und dann sind wir leider schon wieder auf 41.000 runter. Eieiei, sind wir arm. Möchte jemand noch deine Liebe gestehen? Nein? Schade. Die haben wahrscheinlich auch gerade Rast gemacht. Ich will nur mal nachgucken. Ja, ich weiß, könnte ich kaufen und so weiter und so fort, aber übrigens, kann es sein, dass der Händler neu ist von der Art her? Weil ich kann mich nicht erinnern. Ich dachte immer, es war immer der Gold- und der Dingshändler. Aber so ein Händler mit all dem, was hier immer verkauft wird, kenne ich gar nicht. Muss ich ehrlich zu, Kokopus-Schuppe, die sollte man mitnehmen, weil da konnte man, glaube ich, Dinge machen, die wir sonst nicht konnten. Bin ich der Meinung, dass der Händler nicht war. Und nur weil ich meine, muss es nicht richtig sein, ne? Wisst ihr ja. So, machen wir hier nach Typen sortieren, danke dir. Und weiter geht's. Grafschaft, Artes, Königreich, Edoran. Hier war leider nicht nach meinem Geschmack, wie wir das beendet hatten. Bin ja auch wirklich am Überlegen, zweite Staffel und Co. Aber erstmal in nächster Zeit nicht. Ich habe noch Shadow Gambit jetzt auf der Liste und dann will ich noch ein paar andere Sachen spielen. Und ich muss es ja dann auch immer so ein bisschen bewerkstelligen mit Kombination der Zeit und wie gesagt den Umstellplan. Also ich werde überlegen, weil Warheads scheint für mich schon langsam zu Ende gehen. Nach Warheads werden wir schon das so haben. Nach Warheads werden wir schon den neuen Zeitplan dann haben. 2 Folgen am Tag, 3 Let's Plays laufen. Das werden wir machen, weil ich werde mir nach Warheads mal noch eine kleine Pause wieder gönnen. Bevor ich mich dann wieder in Shadow Gambit hineinfuchse. Mit unserer schönen Truppe da. Da freue ich mich ja doch schon ein bisschen drauf. Dann nochmal das DSC. Da muss ich auch noch das DSC holen. Das wird dann wahrscheinlich aber erst alles im Februar sein. Bei mir wisst ihr ja, also dadurch Familie und Co. Und derzeit komplett alleine und so. Es ist finanziell nicht. Und darum warte ich einfach noch bis Ende des Monats. Dann gibt es Gehalt und Co. Dann sind die meisten Ausgaben auch wieder alle weg. Und dann hole ich mir noch den anderen DLC und dann starte ich mit Shadow Gambit mit 2 DLCs noch mit drin. Also weiter, dass wir die auch nochmal durchspielen und dann haben wir so einen kleinen Flow, wo wir erstmal eine kleine Pause haben. Vielleicht spielen wir ein kleines Indie-Spiel. Falls ihr ein gutes Indie-Spiel habt, wo ihr wisst, das ist nicht so riesig, so lang, haut es mal in die Kommentare, weil würde ich gerne auch ein bisschen drüber swappen. Dass wir ein bisschen so auch auf Indie-Spiele rübergehen, finde ich auch immer sehr interessant. Was dann auch nicht so von der Zahl her ist, wurde mir auch als Tipp gegeben. Einfach mal, weil die ja dann auch nicht immer riesig sind, so, ne? Hast du noch irgendwas? Hast du ein paar Attentatsmissionen? Ich würde mir einfach mal ein paar Attentatsmissionen. Muss ich nach Marheim? Ich überlege gerade, ich muss nach Marheim, ne? Genau, ich gehe dann hier hoch, könnte eigentlich dann hier gleich rechts ab, könnte aber nachher nochmal nach Marheim. Deswegen nehmen wir uns auf jeden Fall die Edelsteine mit. Machen wir das dann mit einem Extrahandel. War Marheim nicht das schon mit den Edelsteinen am besten? Edelsteine, nee, war Marheim nicht.
Aber 2200, aber guck mal, das kostet mich jetzt nämlich schon 104. Bumm, weg. Jetzt kostet mich das 111, bumm, weg. Und jetzt kostet mich das 115, bumm, weg, aber kriegt 615. Ja, dann nehmen wir das an. So, dann nehme ich das hier an. Ich nehme mich so an, ja, ich mache den weg. Aber keine Angst, ich nehme euch jetzt für diese ganzen Attentatsdinger nicht mit. Ich will mir einfach nur alles ein bisschen zuballern, damit ich ein paar Möglichkeiten habe. Ja, finde ich gut. Erzähl mal weiter. So, wir brauchen... Hey, genau, wir brauchen das nämlich. Jetzt mal wieder... Das ist hier immer... Also das ist auch so, was ich offline mache, ne? Also das ist so meine Runde offline. Besorge hier, besorge dort. Handel hier ein bisschen. Missionen mache ich zum Bleistift, sonst keine außer Handel. Und jede Taverne, die wir kommen, lassen wir unsere liebe Helet singen. Torus, der freudig mit singt. Also sie spielt, er singt. Finde ich aber mal sehr entspannt, weil ich dann hier so ein bisschen, ja, da kriegst du noch ein bisschen Krone raus, Einfluss. Das ist schon ganz angenehm. So. Look how empty this room is. Hier kriegst du einen Wandteppich, brauchen wir nicht. Hier wollten wir verkaufen 5 Marmor und da unten haben wir dann den, okay. 5 Marmor. Marmor. 1, 2, 3, 4, 5. They've been running rampant in these parts since, since the beginning of the war. Gott, der war der günstigste Abnehmer, ja. Regulär müsste man noch Neu-Astela hatten am meisten. Aber ist egal, weil wir ja noch die Mission hier bekommen haben, ne? Also es lohnt sich trotzdem schon. So, wir kaufen auch günstig die Sachen ein. Holen uns natürlich gleich das Geld. Gibt auch nochmal Rufpunkte dann. Alles, was wir damit zu tun haben. Nee, wobei, warte mal, sind wir jetzt schon an der höchsten Stelle? Wir können gar nicht mehr her. Wir haben den Ruf schon voll. Minium. Wir müssen da rein. Alles, wo wir jetzt auch dieses Mal hingehen, wir brauchen Kohle wieder. Genau. Kohle ist schon wichtig, dass wir die uns auch gleich mitnehmen. Und das, was du auch mal wieder mitnehmen solltest? Das kostet ja nicht so viel. Ein bisschen da vom Material. So. War trotzdem auf 41.000, weil wir aber noch ein paar Materialien und Co. gekauft haben. Jetzt nach Stromkap zurück, da nochmal verkaufen. Und, ist die Frage, gehen wir dann gleich weiter nochmal nach Mahim? Doch, ich würde nach Mahim schon mal reinhuscheln. Nach Mahim huscheln wir schon mal rein. Übrigens hat er mich einmal in der Offline-Folge wieder das Auge getroffen. Da stand ich in Stromkap. Ich stand in Stromkap. Und das Gewitter blieb auf Stromkap. Ja, also es ging nicht weg. Ich raus, boom, getroffen. Und zwar eine ganze Weile blieb es dort. Ich hatte keine Chance, obwohl der Tag runterlaufen lassen habe. Ging es nicht weg. Also es war wieder mal freudestrahlend. Freudestrahlend. So, dann verkaufen wir hier nochmal Marmor. Und wo hatten wir denn gesagt, verkaufen wir am besten? Neu-Aste. Genau, nach Neu-Aste. Da müssen wir dann eh mal hin. Wir müssen ja eh, glaube ich, noch ein bisschen durch die Lande ziehen. Ich würde mir in Mahim dann meine Sachen wieder zwischenlagern, die ich jetzt gleich hier mir alles zurecht schon mal kaufe. So, Hallöchen. Du, pass mal auf. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ich dachte schon, jetzt hier, das hat er wieder jetzt gemacht. Hä? Davor nicht. So, dann nimmst du dir das auf jeden Fall mal mit. Dann gehen wir zum Gasthaus, nehmen wir da auch nochmal Kohle mit, aber wieder bei 42.000. So, was hast du denn? Du hast ja bestimmt auch nochmal ein Attentat. Genau, Angebot annehmen. Werde ich mal machen, wenn ich den rendere vielleicht heute oder sowas. Neu-Astel, Keramik. Lohnt sich denn Keramik an? Aber ich will jetzt nicht schon wieder handeln. Neu-Astel, Keramik lohnt sich. Nehmen wir einfach an. Weil ich jetzt nicht handeln wollte. Also ich will. Oh. Ja, ja, ja. Was haben wir gesagt? Genau. Oh, Apfelkuchen. Und singen. Ist zwar doof, immer dieselben zu nehmen, aber der bringt mir halt am meisten
Ehre? Nee, Ehre war das nicht. Beruf. Ja, das ist mit meinem Kopf wieder. Bin wieder vergessen. Wäre es cool, so, so auf Tasten umändern können. Einfluss. Das war Einfluss. Und eine Holzstatuette. 80 Kronen, 35 Einfluss und eine Holzstatuette. So. Ja. Genau, danke dir. Einzige, was ich hier noch mitnehme, ist. Entschuldigung. Die sind gerade reduziert. Nee, machen wir mal jetzt hier das mit. So, den Rest lassen wir. Hast du noch irgendwas Interessantes? Weil du bist ja wieder Mischhändler. Finde ich auch irgendwie interessant. Have a look, mercenaries. I sell quality wares for a reasonable price. Nein, ich wollte nicht dich. Ich wollte dich haben. Na, egal. Oh, Wildfleisch. Mit, glaube ich, habe ich eine ganze Menge da. Ah, hier machen wir es so. Shopping-Tour hier! Verdammt. Ja, genau, wir haben ja auch noch das Raufball da oben, ne? Den Raufball haben wir da oben auch noch nicht gespielt. Und was du hier noch so hast, Feines? Might I interest you in my home? Nö, lass mal. So, finstere Höhle. Ja, aber nichts. Schade. Bei manchen spawnt nichts mehr nach. Leider. Schade, Marmelade. Das sind Rüstungen. Rüstungen interessieren mich jetzt nicht, weil die leider nicht noch umskalieren. Da wäre zum Beispiel der adaptive Modus halt mal sehr interessant. Das wäre halt nochmal ganz cool. Da könnte man nämlich nochmal reingucken. Und den habe ich nachher wieder gar nicht, weil gut, Ätherit müsste ich erstmal finden. Aber hier gibt es ja auch normal, sonst kein Ätherit. So, hier gehen wir gleich lang. Also ein Kampf gegen den Händler wäre auch mal wieder interessant, aber wir sind eigentlich ja keine Räuber. Der wäre jetzt im Anfang wirklich nicht schlecht. Für ein schönes Zweihandschwert, aber bräuchte es dann zwei Händler. Bei Einheit und das Benachte findest du hier. Ja, okay, der ist jetzt. Der ist natürlich gut. Ja, graue Klumpen kannst du dir auch nochmal mitnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, das habe ich glaube ich noch da. Gibst du die ganze Geld jetzt schon wieder aus? Ja, ich weiß. Hier bin ich auch übrigens zwischendurch gewesen, beim Sklavenlager. Da habe ich mir meinen Apfelpfannkuchen und noch irgendwas gekauft. Ich glaube Aal. Als Süble. Oh ja. Danke dir. Und Käse noch kostenlos mit rein. So, was haben wir denn jetzt hier Feines? So, wir machen jetzt erstmal 1000 Schritte mal. Hier sollten wir die, genau, Edelsteine verkaufen, ne? Ja. Habe ich jetzt richtig gesehen, ne? Edelsteine, genau. So, dann können wir hier Edelsteine verkaufen. Gibt es 830 plus nochmal die 615. Dann kommen wir da auf jeden Fall wieder ein bisschen weiter. Dafür kaufen wir jetzt aber hier nochmal ein und dann sind wir schon wieder runter. Ja. Auf zur Taverne. So, pass mal auf, gib mir mal. Ja. Was hast denn du? Attentat. Verlockenden Fortuna. Ach, nimm mit. Wir werden ja eh nochmal ein bisschen durch die Lande ziehen und hier, wie gesagt, überall einfach ein paar Missionen annehmen und dann können wir dir dann alle abgeben. Rosenberger Wein auf jeden Fall mitnehmen. It's confined to Vertruse at the moment. Und wieder singen. Eieiei. Zu früh geklickt. Na, Grimir wäre jetzt wirklich nur Bernstein interessant. Danach komme ich ja eh wieder hierher. Also könnten wir sagen,
Hier habe ich auch noch einiges zu liegen. Ach, guck mal eine an. Köder. Aber bringt mir jetzt nicht viel, ne? Weil mein ganzes Eisen woanders ist. Oh, Turban des Kursaren habe ich auch noch. Hier war eine Stufe 3. Reichweite, warte mal. Dann habe ich den denn da abgelegt. Aber das Piraten. Piraten-Ding. Warte mal, ziehen wir noch hin und den Schild, ne? Eine der Tupperversion der Fertigkeit tut diese eine Selbstständige in einem Kurwegel ist immer am weitesten. Man kann gegen innerhalb von 6 Metern 20% Schaden tun. Heulos. Crit und Crit erhöht. Nach Einsatz der Fertigkeit tut diese eine Selbstständige in einem Kurwegel ist immer am weitesten. Man kann die Gegner auch wieder heulos. Okay. Müsste ich mal austesten bei Dings, wa? Da müsste ich ja dann auch nochmal an. Nee, die musste gar nicht gehen. Weiß, die machen das nur einmal oder ist das so eine Unendlichkeitssache? Oh, weißt du was, den testen wir mal mit Diego dann. Falls er doch nochmal einen Kampf. Den würde ich gerne mal testen. Was habe ich jetzt hier noch? Ach ja, guck mal, das sind auch alles fertige Dinger. Die brauchen wir jetzt in dem Sinne nicht mehr. Das kann ich jetzt auch mal verkaufen. Kannst du verkaufen. Hier, genau, das meinte ich. Bleigürtel. Das war damals, dass du nicht weggekickt werden kannst. Jetzt hast du einen erhöhten Crit-Schaden, aber minus 1 Bewegung. Das war damals, das weiß ich noch, dass wir den genommen hatten, damit wir nicht gekickt werden. Gut, irgendwas wollte ich reinpacken. Irgendwas wollte ich gerade reinpacken. Ah ja. Ja, jetzt weiß ich. So. Ich brauche eigentlich nur Bernstein. Da oben könnte man verkaufen. Ansonsten kannst du alles hier drin liegen lassen. Nehmen wir uns dann das andere mal mit. Brauchen wir das Essen jetzt noch hier drin? Ja, für 800 noch was. Könnte man das Essen auch erstmal hier drinnen lassen, oder? Aber weißt du was? Pack erstmal alles so. Nein, den sollten wir schon mitnehmen, weil das ist ja für uns Essen, was wir jetzt essen. Oh, warte mal, ich könnte hier aber noch mal ganz kurz... Nee, warte. Da würde ich mal meinen Hüftler-Gesellen ranlassen. Angelzubehör. Müsste ja trotzdem ja können, ne? Herdenangelhaken, genau. Dass das reicht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil ich dürfte ihn jetzt dann nicht mehr umskillen. Das ist das Problem. Ich dürfte ihn dann nicht mehr umskillen. Naja gut, das könnte ja so wieder ein Fail-Ding gewesen sein. Ist egal. Ist egal. So. Okay. Das könnte es ja trotzdem. Ach ja, genau. Ich wollte noch einen Vergleich machen. Mit unserem lieben Bardi Hardy, du hast ja Turban, das, guck mal her, du hast den und das bleibt gleich, nur die Rüstung ist 52 Rüstung, Simon, die ist wirklich schlechter, da habe ich einen besseren Turban bekommen, selbes Ding, krass, Weißt du, ich habe mich letztens überlegt, wegen, ob ich ihn zuerst einsetze. Eigentlich wäre das sinnvoll, weil er ja Inspiration hat. Wenn ich ja mit ihm anfange, hat der Inspiration. Ich will. Wie sieht's hier aus? Du hast da jetzt. Wie sieht denn das gegenüber dir aus? Guck mal, der macht 9 Rüstungen mehr und hat auch dein Areo. Damit kann ich mich immer entscheiden zwischen beiden. Ja, machen wir das so. Aber du bleibst da. Genau, siehst du, haben wir doch gleich wieder was eingesetzt. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ich lasse erstmal all mein Material hier drin. Ne? Das Gute ist, ich kann ja auf den anderen Kisten auch mal drauf zugreifen. Pack's jetzt mal rein, damit wir das loswerden. Hier lieber halten wir, weil wir dann vielleicht nochmal eine negative Eigenschaft wegbubbeln können. So. 700. Warte mal, jetzt schon wieder Kohle kaufen. I just know this year will be a breeze. Ja, Kohle kaufe ich nochmal. Und ich verkaufe mal das.
das und das. Ach komm. Ach komm. Na, jetzt habe ich eine Fackel verkauft. Na egal. Ich würde jetzt gerade keine Fackel verkaufen. Jetzt haben wir sie verkauft. So. Und jetzt geht's los. Wie sieht denn das aus? Ah, okay. Okay, danke. Dann sehe ich das zumindest mal. So. Dann werden wir jetzt mal uns auf die interessante Suche begeben. Habt ihr schon abgekauft? Okay. Mit dem Handel machen wir trotzdem weiterhin erstmal. Ich habe ja jetzt ein paar Maklertafeln da. Dann werden wir jetzt erstmal weitermachen. Aber da wir jetzt ja eh gerade hier sind, würde ich mich erstmal. Warte mal, ich will jetzt mal kurz gucken, wo ist es sinnvoll? Da nach unten müssen wir. Also müssen wir eh hier über den Jebel-Clan dann gehen. Würde jetzt allererstes zum Jebel-Clan hinbubbeln. Was wird denn da oben durchs Dickicht? Keine Beeren mehr, okay. Keine Beeren mehr, lalalalala. Yep, die muss ich auch mal wieder mitnehmen. Denn da haben wir uns ja schon drüber erörtert. So. Dann rasten wir. Ne, leider können wir da jetzt nichts machen. Dann kannst du dich hier mit ransetzen. Das passt dann. Machen wir das hier bitte zu. Ich muss mal kurz über. Der Not könnte man das Lager auch mal aufmachen. Ich mag das Lager so. Nee, warte. Jetzt würde ich gerne in Not nehmen. Gib mir mal das. Und gut, kostet mich wieder 300. Aber. Schnarcher verloren. Yeah! Und Part hat Paul Pets verloren. Sehr gut. Gut. Passt. Die sollten so ein bisschen hier mal. Genau, die bleiben mal so ineinander. Was bringt mir das eigentlich? Plus zwei pro Rast. Der hier ist ja genau dasselbe. So. Okay, Schnarcher ist weg. Sie könnten wir jetzt sozusagen jederzeit reinlegen. Bettchen. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Den mal so als Überbrücker, das mit rein und ich brauche das noch hoch. Wobei, dann machen wir jetzt den Überbrücker nicht. Dann können wir hier nochmal schön mit dem machen. Kriegst noch was Schönes zum Trinken dazu und rasten wir mal. So. Oh, Badi, was hast du los? Wenn wir jetzt mal. Stimmt, haben wir immer nachgeguckt, was ändert. Opportunismus, erhält Schaden von Gelegenheitsangriff um 10%. Den durch unterstützt gewährten Bonus um 10%. Hält den durch umzingelt. Von Tieren verursachte Schaden von Präzisionsangriffen. Ach, deswegen. Ah ja, okay. Einsatz. Zu Beginn des Kampfes 20% Einsatzpläne. Zusätzlich hinzu. Achso, Plätze. Nicht Pläne. Rückzug führt zu 50% negativen Effekt. Minus. Bewegungsgeschwindigkeit von Druckgewalten ist nicht reduziert und sie weichen einem Angriff mit 50% Wahrscheinlichkeit aus. Neu gruppieren. Verbündeten näher beieinander positioniert. Angriffe, die Verbündete treffen können, scheitern neu positioniert. Jeder Gefährte hält die Fertigkeit neu positioniert, setzt die Bewegung zurück. Seiner kann keine Fertigkeit oder Basis dazu. Nee, das passt schon. Wir sind da schon ganz gut. Was hast du denn, Buddy Hardy? Ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz auf mich. Manch einer mag sogar sagen, dass der Trupp ohne mich gar nichts ist. Jein, der Trupp wäre ohne dich nicht viel, aber ohne die anderen auch nochmal nicht. Ne? Also, man darf noch nicht vergessen. Nee. Na hier. Und da weiß man die nahestehenden Gefährten. Hör auf deine Dame. Zwiebelerion, denk dran, Badi Hardy. Du unterstehst unter der Kutte, unter dem Knuthemmel von der lieben Hilde. Glaub mal, wenn die zuballert, dann weißt du, dass vorbei ist, ne? Und ne, Mücken wollte ich jetzt nicht gerade haben. Genau, ich würde jetzt da rein und dann wollte ich da hoch. Boah, das sieht gerade irgendwie cool aus. So, hier war ein Gasthaus. Living in the swamp isn't always easy, but it's our class way. The elders say what doesn't kill you makes you stronger. Oh, den nehmen wir auch mal mit. Ansonsten hast du nichts. Aber was zum Singen hast du? Das ist gut. Dann singen wir noch mal eine Runde. Ja, ich weiß, es ist jetzt heute eher so ein locker flockiges Spiel. So
weil ich jetzt nicht weiß, ob das mit dem Pendel stimmt, aber ich wollte dann das gleich nutzen, ne? Gleich nutzen. Und gleich verhauen. Aber immer noch Saphir und Saphir bekommen, ne? Nicht schlecht. Und ein Gedichtband noch oben drauf. Dann kannst du das auch mal gleich hinaushauen. Ja. Ja. Finde ich auch. Hast du hier irgendwas Interessantes? Attentat. Senden wir uns zu. Oh. Attentat, Olixdrop. Wir liegen alle sehr aneinander. Könnte ich eigentlich zwischen den Folgen mal ganz... ich könnte die mal zwischen den Folgen ganz gut mich mal darum kümmern, ne? Zwischen den Folgen wäre das schon nicht schlecht. So. Ja, ich könnte jetzt hier auch nochmal Dings kaufen. Das machen wir jetzt nicht, denn ich will mit euch noch ganz gerne hier hoch die Mission da mal nachschauen. Bären, die kämpfen. Gemeinschaft des Lichts. Wir sammeln mal alles ein, was geht. Denn das ist auch immer ein Vorteil. Aber hier oben ist ja jetzt... Nee, aber das ist doch nicht die Landzunge. Ach Mist, ich bin am falschen Ort. Ich wollte ganz woanders hin, aber wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Ich muss ja dahin. Aber das ist doch... Ist die das aber dennoch? Ich bin jetzt wieder ganz woanders lang gelaufen, als ich wollte. Aber guck mal doch, das geht hier lang. Heißt aber nicht, dass es stimmt. Aber es liegt zwischen Meer. Hallo? Hallo? Holala, Waldfee. So. Okay, pass mal auf. Jetzt machen wir mal hier. Schwenkt aber immer noch ganz schön gut aus, wa? Irgendwie habe ich das mit diesen Eisendingern. Ey, sag mal. Also man kann es gut machen, dass man nichts mitnimmt. So, wie kann ich jetzt damit auch einfach laufen? Okay, der schwingt halt extrem aus. Also die Landzunge ist damit nicht gemeint. Okay. Es ist ja kein... Das sind zwar Berge, aber kein Meer, ne? Landzunge zwischen Berg und Meer. Das war doch so gemeint. Warte mal, jetzt muss ich mal reinziehen. Ich habe das Kleine in der Gegend von Neptis Grab versteckt. Auf einem schmalen Streifen Land zwischen Meer und Berg. Mein Pendel wird euch den Weg weisen. Warte mal, Neptis Grab. Streben, das ist Narsis. Und Künstler hat etwas Schönes. Das ist hier dann Dagan. Ja, auch wenn ich ja werde, stelle das Wenige, was wir über den Gründer unserer Zivilisation zu wissen glauben. Tipp da hinein. Nach der Proteste der Bürger und der Ermahnung der Gelehrten fuhr die Generale im Krieg zwischen Kanopus und Siegfried noch schwerer geschützt auf. Sie war der Meinung, dass sie uns zur Verfügung stehende Waffen und einen leichten Sieg bescheren, doch dazu sollte es nicht kommen. Sie wurden Zeugen der völligen Verwüstung unserer beider Länder. Hätte sich hier in solchen Albtruppers, als würde Mehid für ihren Ehrgeiz strafen wollen, brachte der Tod sie weit weg von ihrem gabenden Ort, an dem sie sich durch ein zorniges Meer aus sich
fliegenden Schiffen von den Ehren getrennt war, die ihr gebührten. Möge ihr Leichnam fernab von allen Leben und den Trümmern des Hafens von Tissa verrotten inmitten des fauligen Gestanks der Zerstörung. Es ist hier gewesen, genau. Reich wie Nepti, Sohn wie Nepti, der König der Händler. Das ist aber Nepti gemeint, ne? Also du meinst doch Neptis Grab. Genau, dann ist es das hier, der Kodex der Händler. Der König der Händler wird heutzutage bestenfalls noch in umgangssprachlichen Ausdrücken erwähnt, doch unser Zeitgenossen scheint zu vergessen, dass Nepti, bevor er von seinem eigenen Sohn ermordet wurde, nicht nur der reichste Mann der Welt war, sondern auch ein Visionär. Schön von eigenen Sohn ermordet. Das ist auch mal... Man muss sich nur Drometh Habor ansehen, um zu erkennen, dieser Tempel des Handels ist eine Meisterleistung der Einfallsrechnung. Der Schöpfer dieses Hafens, der seinesgleichen sucht und eine mittelmäßige Halbinsel in einen blühenden Region verwandelt hätte, oder hätte mehr Lob von der Nachwelt verdient. Diese offensichtliche Undankbarkeit könnte in dem gegründet sein, was der König des Handels seinen Erben vorenthielt. In den Chroniken, die Neptis letztes Augenblick schildert, wird erwähnt, dass ein gewisses Objekt, namens Objet, in die Tiefen des Beckens nördlich des Hafens von Drometh geworfen wurde. Nee, warte mal. Ja, ich weiß, was das ist. Ich hatte ja mal gesagt, dass wir hier gucken sollten. Ne? Aber das ist ja nicht Neptis Grab. Das ist ja nur die Tür zur Gruft. Das Grab war es ein anderes. Ich muss bei den Gräbern in der Nähe gucken. Also das Grab hier schließe ich schon mal komplett aus, weil das mitten im Gebirge ist, ohne irgendwas. Ja. Das schließe ich mal voll aus. Das passt auch nicht ganz. Das ist das Vertrusa-Grab, weil hier fehlt mir die Verbindung zum Meer. So, hier ist noch ein Grab gewesen. Warte mal, wo ist denn hier das Grab? Nee, das war nicht das Grab. War man hier das Grab? Hier haben wir die große Grotte. Finsternebel. Warte mal, hier. Ach nee, hier ist ein Banditenunterschlumpf. Bin ich jetzt doof, hatten wir hier das Grab gehabt. Die Gräber sind noch. Ach genau, das Grab hatten wir hier oben gehabt. Genau. Warte mal. Warte mal. Da ist das Meer und da ist der Berg. Könnte das sein, dass das Grab, was gemeint ist, da unten liegt? Es würde halt passen. Ich glaube, Neptis war recht am Anfang gewesen. Weiß ich jetzt nicht. Das könnte passen. Weil hier ist auch nochmal Berge und Landzunge. Und es ist ja dann ein bisschen gerichtet gegenüber Beleriand dann halt, ne? Ich würde mal, bevor ich da hochrushe, hier dann gleich hin huscheln. Wo das Gute ist, ja, ich wollte eigentlich nach Greenmere noch rein. Aber das sind so Sachen, die kann ich auch offline machen. Ne, also da bin ich nicht ganz so wild drauf jetzt, dass wir das jetzt unbedingt erledigen müssen. Ich will jetzt eigentlich mit euch gucken, ob ich da eine Lösung finde. Ich habe mich ein bisschen falsch am Anfang orientiert. Ich habe mich danach orientiert, was ich ja gesagt habe, dass der, sag schnell, wegen den Gräbern. Da habe ich mich so ein bisschen an diesen kleinen Tempeldingern, wo wir ja dann nochmal auch so eine Sidequest sozusagen ein bisschen hatten von den Kodexen her. Aber der ist ja diesmal gar nicht gemeint. Ach, ja. Wenn ich jetzt hier oben lang kusche und dann da runter, nee, dann, aber dort ist schneller, ne? Oder durchs Gebirge, weiß ich nicht, ob das schneller ist. Aber weißt du was, komm. Ja, hier hinten ist noch diese Quest, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich könnte jetzt hier oder ich husche hier unten so ein bisschen lang. Also egal, ich hätte auch da lang kuschen können. Na, egal. Die mache ich dann noch. Okay, das wird... Die Attentatsdinger, die mache ich wirklich alles offline-mäßig, weil das lohnt sich überhaupt nicht. Auch wenn wir heute nicht einen Kampf hatten. Aber das sind ja auch Sachen, die gehören dazu. Wir müssen ja auch mal ein bisschen Rätselraten machen. Mal gucken, wo, wie, was und Ananas. Da ist sie schon. Guck mal, hier könnten wir nochmal Erz mit Ätherit abbabbeln. Ja, muss ich jetzt ran. Bleibt mir nichts an. Ja, doch. Nee, Entschuldigung.
Jetzt habe ich Diego das umsonst machen lassen, weil guck mal, er hat gerade mal minimal Berufserfahrung gesammelt. Das bringt nichts. Da muss ich mich wirklich mal hinsetzen und einmal das komplett durcheiern und mal den ein bisschen länger auf irgendwas umkloppeln lassen. Nur mit der Berufserfahrung sammeln, damit wir den auch als Tüftler noch second einsetzen. Ja, das war damals ja auch ein Fehl. Ich habe es ja von der Story her gemacht. Da wusste ich noch nicht, wie bedeutend was ist. Heute ist ja. Heute ist es ja. Faktisch gesehen ist mein Wissen ja wieder ein ganz anderes. Da würde ich jetzt die Zuteilung alles ganz anders setzen. Zehn Etherit, das sind nochmal 10 Barren, die wir jetzt hätten, ne? Mehr gibt's auch nicht. So. Auf geht's, meine Freunde. Und da oben liegt unsere liebe Rehe. Am 2. Monat, ey, müsst ihr euch mal reinziehen. Wir sind am 23. Monat. Das ist jetzt schon 21 Monate, aber auch gerade mal eigentlich nur 21 Monate her, ne? Wenn man das mal so überlegt. Ich weiß, da ist noch ein Stück links. Aber Palaber. Hier müssten dann doch das sein, was ich vermute. Ist die Landzunge und dahinter ist der Berg. Wow, guck mal, was da so schönes liegt. Und könnt ihr das nicht mit den Dingern da zu tun haben? Kannst du mal kurz weggehen? Ich würde gerne irgendwie den da treffen. Warum treffe ich den nicht? Aber weißt du was? Lass mich. So. Guck mal, das könnte doch das hier sein, oder? Ah, nee, doch nicht. Wobei, der schlägt ja doch noch so aus. Aber es ist doch das Ding hier. Es ist eine Landzunge zwischen den Bergen. Problem ist, ich weiß halt nicht mehr, was Neptis Grab war, ne? Oder muss ich jedes Mal den Pendel neu setzen? Erst pendelt er ganz langsam und dann bumm, bumm, bumm. Ach, Mann. Ist und dann pendelt er weiter aus. Aber... Ist denn das der Ding? Problem ist, was mich jetzt gerade nervt, ist, ich komme hier nicht hoch, weil der da irgendwie da... Damals kam man da hoch und runter und jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ich würde gerne da hochgehen, nämlich. So müsste ich... Nee, das ist es nicht. Ah, ich muss sagen, das ist eine ganz schön anstrengende Sache, das Zeug hier. Also, ganz ehrlich, dieses Gependel da und das, diese Erklärung bis jetzt, sind alle eher meh. Ich habe es klein und dagegen von dem Grabversteck auf einem schmalen Streifen Land zwischen Meer und Berg. Mein Pendel wird euch zwischen Meer und Berg. Das ist halt so, man muss es halt wirklich erlesen. Zwischen, in der Nähe von Neptis Grab auf einem ganz schmalen Streifen zwischen Meer und Berg. Ansonsten hast du hier nicht viel. Oder das ist Neptis Grab. Ich weiß es halt immer nicht, was Neptis Grab ist. Ist ja auch hier ein ganz schmaler Streifen zwischen Meer und Berg. Müsste mir echt nochmal... Ich habe echt nicht mehr die Ahnung, welches Grab welches war. Warum liegt denn da oben dann so ein Fragezeichen noch? Was ist das hier? Hä? Bei Drombach bin ich doch fertig. Okay, interessant. In Drombach ist noch ein Fragezeichen. Komme ich hier unten irgendwo hin? Könnte das da vielleicht sein? Ich glaube nicht, weil da kommst du ja so nicht hin, oder? Du kommst ja nur mit dem Schiff hin. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist.
Ja, ich gucke mal. Ich werde mal nächste Folge, wenn wir hochgehen, da werde ich mich nach oben bewegen, werde da nochmal gucken. Und dann würde ich mal gerne wissen, wo Neptes Grab ist. Und ich gucke mal vielleicht nochmal das Video dann damals durch. Wäre noch eine Möglichkeit. Ansonsten wüsste ich nicht. Einen ganz schmalen Landstreifen zwischen Meer und Berg. Es bleiben halt nicht viele übrig. Also du musst ja auch in der Nähe vom Grab sein. Gut, heute sind wir erstmal so ein bisschen herumgeirrt. Da hat es jetzt leider nichts gebracht. Ich werde mich dann wahrscheinlich nach oben begeben. Ich lies mir die ganzen Sachen nochmal jetzt durch, versuche das zu erörtern und dann sehe ich ja, wo ich es finden sollte. Wo ich das finden sollte. Ich bin ja mal gespannt, welches das Grab ist. Gut, dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und mir ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann gucken wir mal bei dem anderen Grab wahrscheinlich nach. Oder vielleicht finde ich noch in dem Text von dem Grab her. Also ich müsste dieses Grab mal schauen. Ich muss mal bei den Videos reingucken, wo ich bei den Gräbern war. Die ganzen Grabvideos. Da müsste sich ja nochmal einiges erschließen. Dann gucke ich mir die halt nochmal durch. Und werde mal da reinschauen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, indem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.